Und vielleicht zieht ja, man sich ja nach dem Spiel noch. Können. Ich meine, es wird jetzt interessant, was sie machen, ne? Ja, natürlich sehr lustig, wenn der Rekord kommt. Theoretisch auch versuchen, die Warleute zu erschießen und den Heli zu nehmen, aber sobald die dann halt das Gelände verlassen, werden sie geschockt. Ganz ehrlich, wenn die Warleute erschießen und wegfliegen, sollen sie machen. Warte, warte, ich will Nifrit, ich will Nifrit! Wo bist du? Vor dir! Wer gibt eigentlich gleich einen Startschuss ab? Ja, einer der. Ja, am besten mit der Rahim, oder? Ja, mach ich das gleich. Nee, fahr mir gleich in die Mitte. Genau, stell mich in die Mitte, einer steckt was aus, kommt Startschuss, dann geht's los. Oder wollen wir mit Smoke anfangen? Das ist der Startschuss. Wäre auch interessant. Ja, wir haben jetzt gesagt, sehen, Schuss. Was wir haben ja, Schuss, Smoke also können Schuss. Zum Beispiel jetzt hier der Sergeant. Ich lasse sie da mal allein, die warten jetzt auf den Schuss. Okay. Dann viel Erfolg. Vielen Dank. Wir allen gerne viel Erfolg. Noch als um einen Schuss gewünscht. So, fahren wir in die Mitte jetzt hier, dass hier dein Schuss wird. Mach Motor aus. Ach scheiße. Du schaffst das. Ja. So, jetzt müssen wir uns dann aber noch irgendwas ausdenken, falls sie versuchen, was auszusitzen, ne? So Hunger Games mäßig, ne? Wenn es zu lange dauert, muss irgendwas passieren. Dann versuchen wir die zu überfahren. Wo ist eigentlich der Rekrut aus dem Hangar hin? Der hat sich da bestimmt irgendwo versteckt in der Ecke. Der ist auch nicht dumm. Der hat blödesten Platz überhaupt. Ja, da hinten ist Bewegung im Haus. Na gut, der hat, im Haus ist natürlich bester Punkt, ne? Da hätten wir eigentlich einen Rekruten reinstecken müssen. Irgendwie ist bei dem gerade gar keine Bewegung. Ja, der wird sich jetzt auch denken, ich sitze. Ja, da ist doch, ich sehe den Rekruten. Ich sehe den Rekruten. Los Rekrut, los Rekrut. Ich setze 100 auf den Rekruten. Boah, stellt er sich voll open in Field da rein? Den hast du echt behindert platziert, der ist da so tot. Ja, aber meiner ist ja auch, guck mal, der kann ja kaum von den Containern hier hinten weg. Ja, das stimmt. Der Rekrut. Da willst du sterben. Der will jetzt irgendwo aus dem Fenster schießen, der andere. Geil. Mich wundert, dass noch keiner auf den Heli schießt. Ja. Da alle, ne? Jeder will halt gewinnen. Wo ist denn der eigentlich hinter uns? Den sieht man auch gar nicht. Der Rekrut lauert weiter in seinem Hangar. Cool. Das Problem ist jetzt das Risiko einzugehen, dahin zu laufen und dem zu erklären, dass er da raus darf, ne? Weil wenn er zurücklaufen muss, er garantiert umgekehrt. Kannst ja die Leute anschreiben. Da müssen wir aber jeder einen anschreiben. Na, wartet mal, wir geben denen jetzt nochmal so 2 Minuten. Ja. Wenn die dann ihre Gebäude nicht langsam verlassen oder ihre Positionen, dann schreiben wir die halt an, dass die noch 1 Minute Zeit haben, ansonsten stürmen wir und töten sie. Obwohl, Roleplay-technisch ist das nicht korrekt, bei denen wurde ja die Dings abgenommen, ne? Kommunikation. Dann müssten wir jetzt eigentlich bei jedem vorbeifahren. Und so miese Camper. Ach, wo ist denn der Rekrut hin? Der ist rechts in der Ecke. Da wo er schon die ganze Zeit ist. Ah oh, lol, da hinten läuft einer lang. Wo? Da am Hangar. Links. Ah, der Sergeant macht's. Ja, ist gut. Der Gut wird sich jetzt auch denken, die kriegen mich nie. Okay, dann schreiben wir erstmal nichts. Na gut, aber wenigstens traut sich einer, das ist schon mal gut. Sonst hätten wir jetzt ein bisschen abgekackt. Oh, was macht unser Medpad? Sehe ich nicht. So, ich habe ja Kommando an dich, haha. Und du solltest noch mal ein bisschen dir die Taktik von dem angucken, ne? Das ist sehr lehrreich jetzt für uns. Der Sarge stirbt jetzt gleich. Wieso?
Ich denke mal, der Rekrut, der kachelt den jetzt einfach nieder von der Seite. Nee, der weiß doch, dass der da an der Ecke hockt. Der weiß halt nur nicht, ob er in der linken oder rechten. Das muss er halt gleich rausfinden. Die sehen sich doch eigentlich. Ja, gut, oder? Der kann ja ums Eck gucken, ne? Sehen die sich nicht auch so wie wir? Ja. Ja, wir haben also gesagt, nee, geht aus dem FMS raus. Ja, trotzdem. Ja, trotzdem haben wir die. Ja, der weiß, dass das an der anderen Ecke ist und geht deswegen außen rum. Ja, dass der Rekrut wiederum sehen wird. Na und? Ach, das macht er so schön interessant. Was ist eigentlich mit dem Typen hinter uns? Guckt da mal einer hin, ob der sich bewegt? Ja, der die ganze Zeit. Der ist noch nicht, ne? Der weiß halt, alles, was auf ihn zuläuft, stirbt. Wir könnten ja so einen Schutz aufbauen, so einen Sichtwall zwischen den beiden. Guckt da der Rekrut her? Ja. Da kommt der Officer. Ah, ich sitze jetzt an der Dings, ne? Der Rekrut wird sich nicht so erschrecken. Der Sarge, der wird jetzt umgekachelt von dem Typen, der hinter uns ist. Und in dem Moment kannst du dich nicht so mit dem Ifrit hinstellen und Rauchgranate machen, dass quasi zwischen dann sehen wir auch nichts mehr. Und den da vorne, ne, dass sie sich nicht sehen können? Na, ich würde es machen, wenn der erste tot ist, dann würde ich sofort reinfahren und Smokes werfen, dass die nächsten beiden sich dann komplett neu positionieren können. Ja, pass auf, MadPat killt jetzt den Sergeant. Der Rekrut, der killt dann hier den. Oh. MadPat. Haben die RCOs? Nein, gar nichts. Ach du Scheiße. Oh, ist das mies. Ja, das bei der Obwohl, nee, so können sie es besser zeroen, das stimmt schon. Oh, der Ding sind noch nicht drauf geschossen. Naja, die fangen an, deswegen. Boah, schreibt mich auch an, dürfen wir den 2 Minuten erschießen, wenn die nichts machen. Also auf die Entfernung ist es ohne RCO, finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Also, wenn die sich jetzt ordentlich anstrengen. Guck dir den Rekruten an, ey. Wie der da hockt. Ja, der hat richtig Schiss. Der will es ja nicht verkacken. Ah, stimmt, das ist halt echt. Eigentlich müssten wir es dem Rekruten mal irgendwie leichter machen. Ja, nächstes Mal. Da vorbeifahren und ihn in den RTO schmeißen. Oder jetzt die Rahim einfach mal vor die Füße legen. Also, was jetzt wieder von der anderen Seite? Ja, wir dürfen aber nicht zu lange warten, weil ne, wir haben eine halbe Stunde vor Server dran. Ja, das geht noch. Ja, die werden circa eine halbe Stunde abcampen. Jetzt ist er wieder auf der anderen Seite. Los. Ja, ich glaube, er hofft, dass der Officer schießt und dann in dem Moment der Sergeant reinstürmt, den Rekruten wegballert und dann wieder wegrennen kann. Ich denke, so in etwa überlegen die sich das. Also, so würde ich zumindest machen als Sergeant. Wie verhalten wir uns eigentlich, wenn wir mal in so eine Situation kommen? Ja, wir könnten es doch wie bei den Hunger Games machen und keine Ahnung. Da müssen sie ja am Ende auch die Mitte erreichen, ne? Na gut, aber ich meine, ich habe ja definitiv eben gesagt, ne? Also sollten die sich weigern zu schießen? Und wo kommen die Schüsse? Ja, da vorne am Hangar. Die treffen einen Scheißdreck, ey. Ja, scheiße, so gehen denen aber echt die Magazine leer, ne? Ja, zur Not müssen wir halt noch ein paar hinlegen und in der Mitte. Einfach in die Mitte legen. Ja. Oder wir müssen die Spiele abbrechen und sagen, gut, dann machen wir es halt doch im Hotel aus. Nö, in die Mitte legen. Im Hotel können wir nicht so gut zugucken. Mit dem Ifrit Smoke machen, reinlegen und dann halt sagen, da liegen jetzt Magazine drin. Oh. Richtig gut, aber das war doch durch die Mauer, oder? Ja, durch die Wand. Ist doch scheißegal, der hat ihn. Richtig gut. Jetzt smoken, oder? Damit jetzt was passiert. Ja. Oh, der ist hinter mir. Damit hast du ihm gerade geholfen. Dass der da ist. Los Josh, du schaffst das. Alter, wer der den noch kaputt macht. Der holt den, komm.
du mal ein bisschen von dem Smoke wegfahren? Wieso, siehst du nichts? Ja, Commander. Wo ist denn der Kopf? Ich will den nicht überfahren. Ne, das steht hinten beim Flugzeug. Ja, hinterm Flugzeug. Ach, kannst du den Smoke hinlegen. Also vor den Hangar. Also zwischen die fahren und dann Smoke hinlegen. Denkst du? Ne. Noch nicht. Oh, kommt da raus? Oh, fuck. Go. Oh Gott, bitte krieg los. Los. Nein! Oh. Ich bin dafür, dass wir mehr Chiefs zum Exekutieren. Was? Noch ein Schuss, ja. Ich bring die um. Gut, dann holen wir den jetzt ab. Nein, die bleiben wir jetzt. Er hat jetzt Freigabe, die Warlock-Effekte geklappt. Nein, lass mich jetzt erstmal raus. Ist offen. Im Magazin, er soll die Warlock wegzahlen. Und nun? Haben sie ja doch den Rekruten erschossen. Aber der überlebt das Ding wohl. Ja, sie haben ja keine andere Wahl gelassen. Bis sie wieder angegeiert kommen, ey. Ja, was machen wir jetzt mit dem? Auf der Grenze bringen? Wir geben dem nur Heli und der kann damit zu seiner Familie fliegen. Ich bin dafür, wir packen den jetzt. Was machen wir jetzt? Ja, lass die retzen. Und dann? Nochmal? Ja. Aber im Hotel jetzt. Wie Sie sehen, wir haben auch unsere eigenen Ärzte. Ich würde vielleicht mal sagen, die Rolle ist dann abmachen, die haben eben auf ihn eingeschossen. Ich würde sagen, wir lassen die alle drei jetzt laufen. Nein. Ich würde sagen, wir geben denen jetzt nochmal Magazin und dann sollen sie die Rollleute wegrotzen. Eiskalt. Hören Sie auf, den Mann zu ziehen. Weißt du, die sollen den hier fett einstecken, damit man mit dem reden können, nur dass die Rollleute das hören. So, wir haben da vorne im Hangar zwei Verletzte liegen. Wir starten hier zuerst. Er macht es nicht mehr lange. Microphone muted. Ja, Herr Rekrut, echt schöne Aktion, dass Sie hier den Sergeant noch weggeschossen haben. Aber gegen Officer Madpad hatten Sie dann keine Chance, der ist einfach zu gut gewesen. Standing by! Sollten wir mal wieder fesseln, oder? Schönes neues Spielchen, was ihr euch ausgedacht habt, Olaf. So, Herr Madpad, ich fessel Sie jetzt erstmal wieder. Okay. Ja, es war ganz lustig. Vielleicht kann man das ja noch ein bisschen lustiger machen, das nächste Mal. Weniger Platz. Dass es nicht so lange dauert. Ja, hat man es auch schon überlegt. Oder nur im Hangar. Microphone muted. Ja, nur Hangar ist vielleicht ein bisschen blöd. Die Kollegen am Hotel ist ganz gut. Microphone activated. Ich bin ein bisschen waffen, die Schmerz am Druckkommandieren. Wundern, dann wird das wieder gerne Sorge. Bleiben Sie schon bei mir. Ready for orders. Was machen wir jetzt mit denen? Ja, entweder noch eine Runde spielen oder Heli geben, die sollen nach Hause fliegen. Eigentlich hat der Madpad jetzt die Freiheit verdient und jetzt müssen Josh und der Sergeant nochmal gegeneinander im Hotel antreten. Das wäre fair. Hat einer von Ihnen zufällig einen Tanklaster? Was hat er noch von uns einen Tanklaster? Nein, ich habe einen Tanklaster, kann ich ihm auch geben, aber nicht getankt. Jungs, wir verabschieden uns. Schönen Abend euch noch, ne? Microphone muted. Ich habe einen Tanklaster, den kann ich Ihnen auch gerne rausholen, aber der ist nicht getankt. Ja, aber ich hab da den Helikopter gerade leicht beschädigt. Die Füße sind ja nicht gefesselt. 7, rally up! Ach so. Ja, da kann ich Ihnen leider nicht helfen. So, ja. Sie haben die erste Runde gewonnen. Nehmen wir noch einen Platz, deswegen ja. Dürfen Sie jetzt zurück zu Ihrer Familie. Ihre beiden Kollegen behalten wir erst einmal hier. Bitte schön. Vielen Dank, eine kleine Spende kommt da natürlich. Ja, der kann ja mit dem Medikament. Danke schön. Ja, der Heli ist so kaputt oder so. Dr. Gattapur, warten Sie kurz. Ja. Wären Sie so freundlich und könnten hier den Officer mitnehmen und dann einfach irgendwo aussetzen? Ich bräuchte erstmal einen Tanklaster, ich habe keinen Sprit mehr. Ich habe meinen Helikopter gerade leicht beschädigt.
sobald sie halt wieder voller sind. Herr Kradlabur, es gibt doch vorne an der Tankstelle bei Sofia Benzinkanister. Ich kann Ihnen jetzt meinen Heli rausholen. Sie fliegen dahin, kaufen das und bringen den Heli wieder hierhin zurück. Das könnte ich Ihnen anbieten. Okay, ja danke, das könnte ich machen. Ich brauche noch schnell meinen Heli. Ja, oder du sagst ihm, warte mal, Olaf, du kannst ihm doch auch sagen, der Officer soll sein Heli empounden. Ich glaube dann, wenn ich denke, ein Heli einfach irgendwo hin und danach wieder den empounden, oder? Oder so, ja. Ja, kurz unter dem Pound und wieder rausholen. Was wollten Sie denn jetzt vorschlagen? Vielleicht ein bisschen einfacher, ne, als dass er jetzt hin und her fliegt. Ja. Deinen eigenen Heli empounden. Ich habe gehört, da gibt es Garagen, da stehen Autos drin, sie können sich da... Und halt irgendwo mit hinfliegen und den dann auch wieder empounden. Ja, mal schauen, ne. Ja. Werd's schon schaffen. Microphone muted. Herr Kradlabur, bringt Ihnen das was, wenn der Herr Officer Medpad Ihren Heli impoundet? Können Sie den wieder rausholen oder ähnliches? Ich könnte den dann wieder rausholen, ja. Wäre vielleicht noch eine Option. Sie bekommen ja gleich eine Spende, damit Ihr Flug hier hoch nicht ganz umsonst war. Das sollte ja, das ja wieder ausgeglichen sein. Also bringt es Ihnen jetzt was, wenn der Herr Officer Medpad das impoundet? Herr Officer Medpad, dann ja, halten Sie bitte Ihres Amtes. Ja. Dann halte ich mal meines Amtes. Microphone activated. Ja, mit den beiden Sergeant und Rekrut ins Hotel. Hm. Okay. Extra wieder den Abschleppdienst hier hochholen. Eine Zumutung für die Leute. Vollkommen unterbezahlt sind sie. Ja, schon. Wenn Sie sich noch weiter beschweren möchten, können wir auch gerne noch eine zweite Runde mit Ihnen spielen. Ach, wissen Sie, ich glaube, ich habe mich heute genug beschwert. Dachte ich mir. Jetzt können Sie froh sein, jetzt werden Sie direkt weiter mitgenommen und können sofort zu Ihrer Familie zurückkehren. Ich freue mich trotzdem auf eine zweite Runde dann auf der guten Seite der Macht. Ja, Ihnen auch und danke für Ihre schnelle Hilfe, dass wir noch eine reine zweite Runde spielen können mit den Cops. Ja. Dankeschön. Und der Officer Medpad, schön gespielt. Ich denke, sowas kann man nochmal wiederholen. Naja. Ich erschieße halt nicht so gerne meine Kollegen. Ich hoffe, das verstehen Sie. Man gewöhnt sich dran, das kann ich Ihnen schon mal sagen. Na gut. Wenn Sie wüssten, wie oft wir uns hier gegenseitig anschießen, um uns abzuhärten. Ah, so machen Sie das also. Ja. Deswegen haben wir auch keine... Wir würden das noch weit öfters machen, wenn auch bei uns mal ein Medic vorbeikommen würde. Nun gut. Dann... Josh, halt durch, ist ein guter Mann. Und die Rebellen, wir werden uns nochmal sehen, glaube ich. Auf jeden Fall, Herr Medpad, auf jeden Fall. Stellen Sie Ihrer Familie einen schönen Gruß von mir. Werde ich tun. Microphone muted. So, Herr Josh, ich bitte Sie jetzt erstmal alle Magazine auf den Boden zu legen. Wir werden die jetzt entfernen und für eine zweite Runde werde ich Ihnen dann neue Frische aushändigen. Wo ist eigentlich der andere hin? Okay. Keine Ahnung. In der Hangar. Immer so bei der Way, der hat mich gefragt, der ist gegangen. Wo ist der? Ich sagte, der ist gegangen. Warte mal, ich guck mal, ob ich im Commander was finde. Die haben dann eiskalt ihren Rekruten hier zurückgelassen. Wo ist der Sergeant in Excel? Der ist weggerannt. Wenn der hier raus ist, kriegt er so viel Stromstöße, dass der nicht mehr laufen kann. Ja, ihr könnt ja den Rekruten fragen, dann müsst ihr ihn ja im Ding sehen können. Fordert ihn auf, seine Position rauszugeben. Oder erschießen. Geil. Da hat jetzt keiner mehr drauf geachtet auf den, ne? Ja, nicht so wirklich, ja. Fragt ihn einer?
Herr Weiss, ich gebe Ihnen jetzt das Ortungsgerät zurück, womit Sie Ihre Kollegen auf der Karte sehen. Jetzt sagen Sie uns bitte mal, wo der Sergeant ist, der hier eben. Four. Form on me. Ortungsgerät, achso, okay, Moment. Jetzt bin ich ja gespannt. Microphone muted. Microphone activated. 8. Fall back. 10. Return to formation. Das geht auch ein bisschen schneller. Ja, der ist am Checkpoint hier. Soll ich ihn vielleicht mal kurz kontaktieren? Er sagt nicht der MedPad, nur der andere. Was macht er denn am Checkpoint? Ich rede nicht von Officer MedPad. Ich weiß nicht, lassen Sie mich mal kurz an mein Telefon, dann rufe ich ihn mal kurz an. Um Gottes Willen. Ich werde Ihnen jetzt ganz kurz Ihr Funkgerät wiedergeben. Sollten Sie irgendwelche Dummheiten machen, werde ich Sie auf der Stelle erschießen. Nein, natürlich nicht. Wie ist der überhaupt? Ich muss darauf hinweisen, es geht nicht um MedPad, ne? Es geht um den anderen. Ich bin noch nicht am Checkpoint. Könnte schon sein. Noch nicht weit beim Heli. Ist bestimmt bei den Warleuten mitgeflogen oder so. So, also, okay, der Kollege sagt, dass, einer von den Warleuten, der Herr Wotan, soll ihn ins Auto gezogen haben. Rally up. Und den die Fessel entfernt haben. Hab ich's nicht gesagt. 8. Ist klar, dass sie somit alleine hier sind. Wie bitte? 10. Ihnen ist klar, dass sie somit alleine hier sind und wir unsere lustigen Spiele nicht mehr weiterspielen können. Das dann treibt die Vorleute an und fordert die auf, dass sie uns den zurückgeben, weil die haben uns eine Geisel geklaut, die wir bezahlt haben. Ja, tut mir leid, aber dafür kann ich leider auch nicht. Zur Not gibt es Fahrschulunterricht, wie viel Zeit ist noch? Was machen wir denn jetzt? Wie gesagt, der Herr Wotan scheint ihn gegen seinen Willen da ins Auto gezwungen zu haben. Ich weiß nicht gerade, was sie mit ihm vorhaben zu tun. Wir werden das jetzt selber mal kurz über Funk klären. Microphone muted. Warte mal, Herr Olaf macht das schon. Wir nehmen Ihnen jetzt das Funkgerät auch wieder ab. Ich glaube, der Kollege hat das noch nicht gemacht. Und das Ordnungsgerät genauso. 7, ja, fall back! So, vielen Dank. Microphone activated. Ich schreibe mal, wo er sucht mir guck an, was es sein soll. Okay. Return to formation. Mhm. 10. Form on me. Ja, da kriegt halt noch ein kurzes Survival oder so, keine Ahnung. Ich bin dafür, gib mir den Ifrit, ich fahr den schnell zum Checkpoint. Lassen wir ihn frei. Der ist ein Rekrut. Aber er fährt. Nee, ich fahr. Er fährt. Okay, dann machen wir es so. Ja, sag mal eben das. Okay, so wie es ausschaut, ist heute Ihr Glückstag. Wir werden uns jetzt beide in das Auto begeben. Sie werden natürlich fahren. Dann werden Sie uns zum Checkpoint fahren. Kurz davor dürfen Sie aussteigen, dort reinlaufen und Sie sind dann ein freier Mann. Und denken Sie dran, das Auto hat einen Notausschalter auf dem Beifahrersitz. Sollten Sie irgendwelchen Blödsinn anstellen, ist der Motor sofort aus und es wird eine Notbremsung eingeleitet. 8. Return to formation. Okay. Microphone activated. 10. Fall back. Schlüssel hast du. Viel Spaß. Also wo genau fahren wir jetzt hin? Hab ich gerade nicht richtig verstanden. Zum Checkpoint. Okay. Ich will mitfahren. Und Sie möchten, dass ich das fahre? Haben Sie richtig verstanden? Da kann's gar nicht glauben. Ja, alles ist richtig. Microphone muted. Sie fahren. Aber bitte mit Sirene, Blaulicht geht leider nicht. Das ist kaputt. Alles klar. Sitzen da alle drin? Ja, ne? Ja, sitzen alle drin. Und der Ifrit, der fährt überall durch. Sie können über Stock und Stein fahren, Hügel mitnehmen, schön springen. Genießen Sie die Fahrt. Okay. Wir dürfen jetzt einmal richtig rebellisch fahren. Wenn Sie hier so leicht... Dass Sie die ganze Zeit auf voller Geschwindigkeit fahren. Wenn Sie jetzt hier so leicht links fahren auf den Weg vor uns, so, da ist zum Beispiel ein sehr schöner Sprunghügel. Jetzt links. War nicht so ganz links.
Das war zu wenig. Aber wenn der Engine Hybrid behackt, der zeigt den nicht. Fährt voll auf den Ball zu. Mir ist das egal, was der macht. Der hat Spaß. Ja. Wenn der die Richtung. Ja, ja, richtig. Bei solchen hohen Mauern müssen sie einfach mit Vollgas drüber fahren, sonst schafft das nicht. Also, nie bremsen mit dem Ifrit, einfach Vollgas. Sorry, war mir was zu essen machen, gar nicht mitbekommen, was da los war. Ja, ich hatte noch nicht so auf das Vergnügen, mit solchen Autos zu fahren. Bei der Polizei haben ja vor allem als Rekrut nicht Zugang dazu. Ja, so also kann man mal essen werden, oder? Ich sehe, dass wir einfach wenn sie zu uns gekommen, könnten sie direkt von Anfang an hier die großen Fahrzeuge fahren. Boah, die sind auch ganz ja, gut. Ja, das ist mit Familie, ich jetzt Familienvater, ist das ein bisschen riskant. Ich reiche gerade mit einem Neugeborenen. Da wollte ich nicht das Leben meiner Familie riskieren. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, ich weiß das genau. Dennoch möchte ich für meine Familie eine Zukunft haben. Und diese Zukunft müssen wir nun mal schaffen. Geben wir alles mit Liefert im Holz. Ja. Wenn das im Real Life nur so einfach wäre. Ja, der will auch nicht annähernd auf die Straße, ne? Der fährt ja echt durch Stock und Stein. Ja, ich glaube, das macht ihm auch so ziemlich Spaß. So, wir haben nachher eine Bewerbung von den Bones. Das wäre krass. Zack, raus. Wir sind gerade mal in Sofia. Naja, soll er machen, ist es sogar. Also wirklich Argumente, warum er bei den Cops setzt, das hat er auch nicht, ne? Warum sind Sie denn Polizist geworden, Herr Rekrut? Naja, in einer Frage wurde meine Familie beim Shoppen in der Stadt überfallen. Und in der Polizei kam einfach kein Einsatz. Und da musste ich einfach das Gesetz in meine Hand nehmen und sagen, jetzt muss ich mal verrechten, Ordnung in der Stadt sagen. Dann wären sie aber doch so. Aber da wäre doch die Welt viel naheliegender gewesen. Ja, so findet jeder seine Wege. Ein Großvater wird dann natürlich den Karrierewunsch noch mal überdenken. Die veranstalten noch regelmäßige Grillpartys. Spaßige Triebjagden. Die Versicherung ist gut. Ja, wenn es nur so einfach ist. Zusatzversicherung. Versicherungen haben sie auch. Ja, nennen wir es natürlich. Weil wir ärztliche Hilfe benötigen, entführen wir uns einfach einen Arzt und bringen ihn uns zu behandeln. Das ist die beste Versicherung, die man hat. Meistens sind es halt irgendwelche Staatsärzte oder halt Polizeiärzte. Boah! Oh, tut mir leid. Keine Schrott? Ja, ich trage was. Ja, der repariert schon. Ich werde mich schon darum kümmern. Pass auf, dass der nicht abhaut, ey. Da muss draußen bleiben. Ja, so bei so großen Massen hier hat er doch ein bisschen Probleme. Da sollte man immer etwas aufpassen. Der tötet uns. Mhm. 58 Leben. 47.
Wodan ist gerade angepisst. Wieso? Na, mir hat der Wodan jetzt geschrieben, ja, der ist in unseren Kofferraum gekrabbelt und sie haben das nicht bemerkt. Habe ich geschrieben, ja, das nächste Mal überprüft den Kofferraum, passiert sowas nochmal. Ja, ist das nicht so toll? So etwa? Und jetzt, ja, wohl, Herr Olaf. Ich überlege, ob der mich... Olaf? Ach nee, scheiße, jetzt ist er kurz vor Server-Restart, ne? Ja, wieso? Wir sind kein gutes Navigationsgerät, das mit diesen altmodischen Karten hier, das ist mir immer... Na, wegen Kavala. ...gefährlich im Spiel. Ich hätte gern gleich jemanden, der mich nach Kavala fährt, weil sich wir kriegen den dann noch irgendwie von überzeugt. Versuch's doch. Er kriegt einen Ifrit und darf dich dann bis nach Kavala fahren. Haben die gerade Spaß daran, den Ifrit zu fahren? Alles gibt ja eigentlich so, alles gibt eigentlich so, alles fahren. Was hat er gesagt? Nein, ob sie prinzipiell gerade Spaß haben mit dem Fahrzeug. Ja, das ist ein tolles Auto. Hat gut viel erhört. Möchten Sie da gleich vielleicht nochmal mitfahren? Weil ich wurde vom Gericht zu Sozialstunden in Kavala verurteilt und müsste dann gleich nach 0 Uhr da nochmal hin. Sie könnten mich fahren, wenn Sie wollen. Schon. Ja, das können Sie durchmachen, wenn Sie wollen. Ja, natürlich will ich das. Geil. Ich würde mit einem Sirenen-Ifrit und dem Bullen an Bord nach Kavala fahren. Ja, Mann. Da irgendwas läuft bei uns falsch in letzter Zeit. Ey, gestern. Mit Olaf war es recht, ich wäre dieselbe. Was ist denn so? Langsam geht mir die Sirene auf den Weg. Ja, ich könnte auch nicht den ganzen Tag mit rumfahren. Also, wenn ihr dann nach Kavala fährt, keine Sirene. Sonst schieße ich den raus. Das will ich sehen. Ich auch. What the fuck? Weil der Sirene gerade angeht, was lag die sind gemacht? 30 Schüsse. Also 30 Schüsse mit einer MXM und die Frontscheibe ist kaputt. Ungefähr. Mit einer Rams ist er vielleicht 20. Alter, der kachelt gleich voll in die Mauer rein, ey. Der findet den Checkpoint nicht. Oh. Oh. Ich bin echt fast tot. Die haben es aber wirklich mit den Masten, oder? Steht noch ein ganz cooler, ja, den können sie auch mal versuchen rumzufahren. Ja, ich weiß nicht. Ich bin schwer am Ankommen. Sie können dann nach Belieben auch mal Ihr Vorgesetzter ist noch ein Checkpoint? Warte kurz. Ja. Ich kann gerne mal wieder nachschauen, er war zumindest, als ich oben geschaut habe, da. Wenn Sie kurz mal schauen wir nach. Da sind schon Cops drin, ne? Ja. Nee, das sind keine Cops, das sind Banditen. Ernsthaft? Echt? Würde ich sagen, sah grad so aus. Na gut, das ist, kannst du ihm ja noch eine Waffe mitgeben. Ja, tatsächlich, da steht ein Dings quer. Ein Samek. Ja. Microphone muted. Microphone activated. Da kann er mit dem Infrared reinfahren, smoken und alles wegschießen. Ich bin mir nicht gerade so, dass das Checkpoint von Banditen. Nein, das sind Banditen da drin. Ich frage, die holen wir da jetzt erstmal alle raus. Okay. Boah, 5 Minuten, ey. Knapp. Aber ich will heute unser Praktikant sein. ich bin für Sie alles, was Sie möchten. Ich meine, Sie haben die Gewalt über mich. Oh. Wenn Sie wüssten, wofür ich verurteilt wurde. Okay, dann fahr mal vorne ran, ich versuch die Schranke, oder können wir durch die Schranke durchheizen? Nee, ranfahren, am besten smoken, aussteigen. Fahren Sie mal bitte an die Schranke ran. Einer ist hinterm, Zemek, hab ich gerade gesehen, würde ich sagen. Oh, das ist ein alter Freund von mir. Ich kann so gut ziehen wie ein Scheiß auf. Sind wirklich, dass ich da... Smoken? Erklär du ihm das mal, ich steig dann aus. Microphone muted. So, jetzt drücken Sie bitte einmal die C-Taste. Vielen Dank. Microphone activated. So, da läuft einer vor dir. Oh nein, jetzt verarzt erstmal. Nein. Das ist ADM übrigens. Hat rein.
Ich bleib hier. So, jetzt fahren Sie einfach mal rein. Und stellen sich hier irgendwie ein bisschen rechts hinter die Mauer, sodass wir da ein bisschen sicher sind. So, ich buche jetzt mal ein paar Spotten. Wo sind die? Links an dem Auto. Ich sehe ich nicht mehr. Einer würde ich sagen, auf Turm 2 steht einer, der schießt. Position ich jetzt erstmal links. Turm 2 ist kein. Oh, ich habe nur noch 48 live, das tut mal zum Kotzen. Kann ich mich im Auto, Nein. Mit dem Medikit? War das nicht auch oder nein? Nein. Ist das kacke. Ich sehe gerade nur den auf Turm 2. Der läuft auch auf Turm 2. Windows 8 ist hinten bei diesem Heli Plus. Ja, check mal gerade bitte meine Ecke, ich muss mal kurz Turm 3 mir angucken. Ja, ich bin von da rausgeschossen. Ich sehe nicht, ich sehe nur in meinem Spotkreis, ne? Wo der da genau ist, keine Ahnung. So. Ja, könnt ihr da aussteigen? Ich würde sagen, zwei sind in Turm 2 gerade, wir können ja nicht aussteigen. Wir müssen unter Turm 2 fahren. Dann fahrt unter Turm 2. Fahren Sie mal bitte unter Turm 2, Sie können auch ganz in Ruhe fahren, hier passiert sowieso nichts. Bitte drehen Sie aber nicht die Frontscheibe in Richtung Gegner, die ist da ziemlich brüchig. Turm 2 ist jetzt hinter uns. Ja genau, der direkt an den Schrank. Ranfahren. Denken sich doch auch ein Rebellenwagen mit Sirene. Was geht jetzt kaputt? Fahren Sie ruhig schön langsam. Nichts, dass noch irgendwas passiert hier. Ja, das geht eh gleich. Mikrofon aktiviert. Der Rebellen kann keinen hören. Moment kurz. Hallo. Ja, ich kann euch hören. Wer seid ihr? Wir sind die Rebellen. Ja, Leute, ist die Möglichkeit, euch zu ergeben. Andernfalls müssen wir euch mit Waffengewalt erobern. Ja, komm du mal lieber, da gibt's dich. Ich habe sie gerade nicht verstanden, bitte wiederholen Sie sich. Steht jemand? Gehst du mich mal lieber, komm raus und ergib dich, oder wir schießen euch an. Ben, vor der Limo steht einer. Ja, der lebt nicht mehr lange, keine Angst. Wissen wir, wie die Standpunkte sind. Okay, lieber Krieg. Schieß, der läuft direkt von zum Semek. Auf der Straße. Links vom Semek. Hinterm Semek, schade. Nee, jetzt hat die Wange. Suchen gerade, ja, ich war gerade. Ja, der wird unterm Semi versuchen durchzuschießen, passt da jetzt echt auf. Windows 8 ist immer noch hinter uns, da an dem Plus dahinter irgendwie, ich weiß nicht, an dem Mast da, keine Ahnung. Scheiße. Kann es sein, dass er in dem Turm da drin ist? Ja, wie gesagt, ich sehe ihn nicht, ich sehe halt immer nur. Ja. Das bringt jetzt auch nichts hinter den Semi zu fahren, da kommen wir eh nicht hin. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel links aussteige. Da würde ich aussteigen, rumlaufen, den Typen umnutzen, aber. Ich könnte jetzt gerade echt mal die Commander sich gebrauchen, weil ich sehe den nicht. Ja, müsste ich reloggen, das geht nicht. Können Sie mal bitte an dem Auto links vorbeifahren, an die Mauer vor uns, dass wir den Typen hinter dem Semex spotten können? Ja, ihr erster Tag bei uns und gleich sowas Aufregendes, hm? Jo, da ist was Commandos. Ja, da läuft hauen weg, hauen weg! Schieß! Ach, scheiße. Ah. Ja, ich war gerade am Aufstehen, sorry. Im Aufstehen schießen ist scheiße. Warte, ich geb dir mal in der Dings deine derzeitige Position. Ach nee, der bringt nichts hier, ne? Wo ist denn der? Du siehst ja den Geländewagen und den Zerweck, ja. Ne? Quasi genau dazwischen, rechte Seite Mauer von dir aus gesehen, ne? Quasi 2 Meter vor der Laterne. Mikrofon muted. So, der kommt dann nicht raus, ne? Der ist gerade auf dem Turm. Der ist zu dem O3? Auf 2, 2. Bei dir quasi. Sie haben ja gesehen, dass er zu dem Hauptfahrer gelaufen ist. Fahren Sie da wieder ganz entspannt hin. Einfach so, dass wir den ganz in Ruhe sehen können. Sonst kann ja nichts passieren. Könnt ihr da jetzt aussteigen in den Turm stimmen? Mikrofon aktiviert. Ja, nein, ich will den Typen erstmal wegkriegen. Wir wissen nicht, wo der Windows da hinten ist. Oder er rennt jetzt zum ADM hin? Der läuft den Turm hoch. Der läuft den Turm hoch. Der läuft den Turm hoch. Ja, Turm 3. Ah, oh, scheiße, der Diesel da gerade voll. Sehr gut, sehr gut. War das der im Turm 3? Ja.